Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW, bin gerade auf dem Westweg unterwegs und wenn du mich begleiten willst, dann bleib dran. Wie gesagt, bin ich jetzt auf dem Mestweg unterwegs. Der führt von Pforzheim bis nach Basel in die Schweiz. Das sind knappe 300 Kilometer. Jetzt am Anfang muss ich sagen, es geht schon ganz steil nach oben. Also geht schon gut los. Das erste Zwischenziel habe ich jetzt schon erreicht, die Burgruine Krähen-Eck. Jetzt geht es wieder weiter auf dem Westweg, denn ich habe noch einige Kilometer vor mir. Also weiter geht's. Heute Morgen sah das Wetter noch richtig trübe und regnerisch aus. Auch der Wetterbericht sagt eigentlich eher Regen. Jetzt muss ich sagen, aktuell ist das Wetter richtig angenehm. So, die ersten 8 Kilometer habe ich geschafft. Ich mache jetzt am Tornadostein, den seht ihr hier, eine kleine Pause. Der Tornadostein wurde als Denkmal für den 1968 stattgefundenen Tornado hingestellt. Denn der hat wohl hier alles platt gefegt. Eigentlich wollte ich ja relativ leicht unterwegs sein, denn 300 Kilometer oder knappe 300 Kilometer mit einem schweren Rucksack, das ist schon eine Hausnummer. Leider waren die Wetterberichte für die nächsten Tage nicht so toll. Auch heute sollte es eigentlich regnen, aber es ist so schön geworden jetzt. Dementsprechend fiel der Rucksack ein bisschen schwerer aus. Ja, wie man sieht, die Sonne begrüßt mich heute Morgen. Ich habe echt gut geschlafen. Gestern habe ich die ersten 12 Kilometer hinter mich gebracht. Ich wollte einfach aus der Stadt Pforzheim weitestgehend raus. Jetzt bin ich hier mitten in der Natur. Man hört zwar noch die nahegelegene Straße, aber ja, das wird auch bald vorbei sein. Ja, so anstrengend der Aufstieg hierher auch war, aber das ist schon beeindruckend. Ein Grund, warum sich jetzt gelohnt hat, hierher zu kommen, denn hier gibt es Wasser. Endlich mal wieder ein Stück, das kein normaler Fahrweg ist, ein bisschen so, ja, ein kleiner Steinweg, aber sehr schön hier zu laufen, mitten im Wald.